unterhalten uns ein bisschen über eure Arbeitsweise. Die ist nämlich nicht so, sag ich mal so, nicht so, wie es für jeden ist. Ihr seid wirklich handgemachte Musik, ihr macht handgemachte Musik, ihr seid euer eigenes Label, ihr seid sozusagen für alles selbst verantwortlich. Das ist schon groß. Für fast alles, ja. Also alles allein machen kann man definitiv nicht. Wir haben natürlich logischerweise unser Team dabei und das ist auch sehr gut. Und die helfen uns natürlich auch überall, wo sie können. Und das finde ich sehr beeindruckend. Vor allen Dingen ist das ja dann auch ein größeres Risiko eigentlich auch, ne? Wenn man wirklich alles selbst machen will. Ist es, klar. Nicht nur finanziell, sondern einfach auch, in welche Richtung das geht und so weiter. Aber wir sind, wie gesagt, unsere eigenen Herren und das ist das Gute dabei. Gerade im Kreativprozess ist das natürlich wesentlich angenehmer, weil einem keiner reinquatscht. Man kann machen, was man möchte. Ja, und apropos Kreativprozess, X-Ray heißt euer Album. Wie lange hat dieser kreative Prozess gedauert und was macht euch da besonders stolz auf dieses... Also das Werk. Besonders stolz macht uns eigentlich alles. Also es ist definitiv unser bestes Album, es ist unser viertes Album derzeit. So ein Kreativprozess ist immer ungefähr so ein Jahr, kann man sagen, an dem wir daran feilen, arbeiten, ins Studio gehen, wieder rausgehen, ein bisschen nachdenken, neu komponieren und das dann finalisieren letztendlich am Schluss. Wir haben unsere CDs so ungefähr im Takt von 2 Jahren jetzt rausgebracht und hoffentlich wird es dabei bleiben, aber die Zeit braucht man auch definitiv, ja, weil da steckt viel Arbeit drin, das ist klar. Und Mastering und Abmischen, das macht ihr auch alles selber? Mit unserem Team, ja. Okay. Also wir haben einen Producer, wir haben einen Mixer, der das, einen Tontechniker, der für uns das macht, unser Hausstudio letztendlich auch, wo wir das, die Sache durchziehen und mit dem kommen wir sehr gut zurecht, schon seit 4 CDs und deswegen echt tolle Sache. Also wir arbeiten viel in Vorproduktion. Und haben dann das Material vorbereitet und gehen dann meistens in ein großes Mietstudio und arbeiten dann mit dem Produzenten noch zusammen. Mhm. Genau. Der aber dann das machen muss, was wir wollen. Ja, eben. Also eher zum Techniker degradiert wird. Er ist schon auch für den Sound sehr wichtig. Also er hat schon ein sehr freundschaftliches Verhältnis mittlerweile, weil alle unsere Alben haben wir mittlerweile mit ihm zusammen entwickelt. Mhm. Und er ist quasi nochmal so ein sechstes Ohr, das quasi nochmal von außen rankommt und das nochmal beurteilen kann, was wir uns da ausgedacht haben. Art Rock wird euer Stil beschrieben, Art Rock. Für alle Leute, die da wirklich nicht so viel mit anfangen können, ist das ein Kunstwort? Das ist ein Kunstwort, wenn man schon sagt, Art, ne? Heißt das schon letztendlich. Also das heißt eigentlich, alles ist erlaubt letztendlich und deswegen auch auf unseren eigenen Füßen stehend. Und nicht anpassend. Das geht von, also wir haben viele Einflüsse von, sei es Pink Floyd, Deska, Genesis-artiger Musik, aber auch viel von Radiohead, dieses Experimentelle einfach oder dieses Coldplay oder Linkin Park-mäßig, also viel Alternative-Einflüsse auch da drin. Und das macht es letztendlich, was kreativ Spaß macht an der ganzen Sache, nämlich das machen zu können, wozu man Lust hat. Und was einem auch wirklich am Herzen liegt. Und unsere Zuschauer sind auch genau auf eurer Wellenlänge, weil genau diese Bands, die ihr genannt habt, sind auch total hip und besonders angesagt bei uns. Und deshalb werdet ihr ja genau in deren Schiene fallen. Und wenn die dann euer Album möchten, dann müssen die einfach auf eure Seite. Da gibt es nämlich einen Shop, da kann man das online bestellen, stimmt? www.sylven.de, ganz einfache URL. Klicke ich einfach rein? Genau, da gibt es einen Shop, da kann man sich die ganzen Sachen anschauen, beziehungsweise die ganzen einzelnen Songs auch Probe hören und dann natürlich auch direkt bestellen. Und man kann, ihr habt auch den Link, hier gibt es auch kleine Videos, wurde mir gesagt, wo komme ich rein, wo komme ich rein? A-Videos, genau. Und da kann man sich Teile von euren Konzerten angucken? Das ist sicherlich so ein bisschen für die Hardcore-Fans noch gedacht. Also da kriegt man so ein bisschen Material von Dingen, die wir gemacht haben, Konzerten, die wir gespielt haben, vom Videodreh. Und euer Videodreh, genau, das ist nämlich auch das, was ihr schon fertiggestellt habt, ist aber noch in der Produktion zum Song No Way Out? Nee, das ist vom alten Album. Das ist vom alten Album. Das ist vom alten Album. Welcher Song ist jetzt eure Single? Letztendlich unsere Single ist dann Belated Gift. Das ist das, was wir heute auch hier präsentieren werden. Und der Videodreh, wo hat der stattgefunden? Der Videodreh zu No Way Out zum Beispiel, was eine ganz tolle Sache war, weil es unser erstes Video letztendlich war, haben wir, wie man da vielleicht auch schon ganz klein sehen kann, in einer Fabrik gedreht. mit dem eigentlich Freundschaftsteam letztendlich. Also das ging schon mit Kränen ab und so weiter und so fort. Also richtig groß, aber wir haben das wirklich in 20 Stunden harter Arbeit an einem Tag durchgezogen, die ganze Sache. Und derzeit Videodreh von unserer Single ist derzeit noch nicht angegangen. Mhm. Wenn wir das angehen würden, würden wir sicherlich ein bisschen mehr Zeit lassen bei der ganzen Sache, ganz klar. Wir sind sehr gespannt, ein bisschen was von euch zu hören. Sylven bei uns zu Gast, gleich gibt es einen Show-Act, also bleibt dran.